Dann willkommen also zur 13. Vorlesung Gaben und Logik. Worum soll es heute gehen? Wir wollen weitermachen mit Realisierbarkeit. Wir wollen also zum einen ein Theorem beweisen, was wir letztes Mal nur ganz, ganz grob angefangen hatten. Und dann wollen wir die Realisierbarkeitswelt noch ein bisschen genauer kennenlernen, um mal zu sehen, was für Aussagen dort eigentlich realisiert werden und welche nicht. Wir werden sehen, das ist ein bisschen mehr als was man rein intuitionistisch erwarten würde, und gleichzeitig gelten auch ein paar Traumaxiome. Und in diesem Zuge wollen wir auch die Sprache ein bisschen ausbauen, sodass wir in der Realisierbarkeitswelt nicht nur über natürliche Zahlen reden können, sondern auch über andere Arten von Dingen. Hier ist nochmal aufgeschrieben, nur mal die Klauseln jetzt für die eigentliche Realisierbarkeit, nicht für die Varianten, weil wir die halt immer wieder brauchen werden. Gibt es irgendwelche Fragen vorab? Ja, und übrigens, all die Striche sind falsch hier, gell? Mist. Ja, nee, das ist nicht richtig. So, ich mache gleich auf der Rechentafel weiter. Kurz zur Erklärung, was waren diese Striche hier? S und T sind Terme von Hating-Arithmetik. Da können also Pluszeichen vorkommen, Malzeichen vorkommen oder auch das Successor-Funktionssymbol. Und diese Doppelklammern hier, die sollen die Terme auswerten zu natürlichen Zahlen. Und dann eben ist die Frage, ob die Zahlen, die daraus gekommen sind, gleich sind. Es geht nicht darum, ob die Terme Wort für Wort, Symbol für Symbol gleich sind. Es geht darum, dass alle fertig evaluiert, dass da dieselbe Zahl rauskommt. Also das wird übrigens auch in der Literatur nicht ganz einheitlich gemacht, welches Zeichen man da jetzt nimmt, aber mein großes Idol André Bauer macht es oft so und deswegen mache ich das auch so, ja? Gut. Okay. Ich glaube, wir starten damit, dass wir nochmal so ein paar Beispiele nochmal für Formeln sehen, welche eben realisiert werden oder nicht realisiert werden, um da noch ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Und dann beweisen wir das Theorem vom letzten Mal. Ja? Wir hatten doch da so eine Skizze aufgestellt, die die Beziehungen zwischen mehreren Systemen dargestellt hat. Und ich hatte beiläufig erwähnt, dass all die Umkehrungen oder all die nicht eingezeichneten Pfeile auch wirklich nicht gelten. Und das würde ich gerne ein kleines bisschen begründen. So, also genau diese Skizze hatten wir das letzte Mal. Hier noch so ein gepünktelter Strich. Das heißt, wenn die Metalogik klassisch sein sollte, dann vertraut man natürlich auch den Beweisen von Peano-Arithmetik, aber sonst eben nur den von Hating-Arithmetik. Und die Definition von diesem Zeichen zur Erinnerung: wenn dann keine Zahl davor stand, war folgende. Das da gilt genau dann, wenn eine Zahl R existiert, sodass R Phi realisiert. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir etwas finden, was PA zeigt, aber was nicht realisiert wird. Ja? Beispiel für Phi, sodass PA das zeigt und sodass das nicht realisiert wird. So, das hatten wir letztes Mal auch schon. Nur jetzt werden wir eben für all die Nicht-Pfeile, die da nicht vorkommen, ne, werden wir das hier übersichtlich aufführen. Eine Möglichkeit, hier Phi zu wählen, ist folgende. Für alle n gilt, die n-te Turing-Maschine hält oder hält nicht, wenn man sie auf einem anfangs leeren Band startet. Das hier ist trivialerweise ein Theorem von Peano-Arithmetik, weil das nur ein Spezialfall vom Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten ist. Dazu muss man auch nichts über Turing-Maschinen wissen, um das einzusehen. Ne? So, aber diese Aussage wird nicht realisiert.
Denn wie sähe ein Realisierer aus? Ein Realisierer wäre also irgendeine Zahl r, sodass diese Klausel dann gilt. Das heißt, sodass für alle Zahlen x0 irgendwie das da hinten gilt. Das wäre also eine Maschine, eine Turing-Maschine. Also es wäre eine Zahl r, sodass die r-Turing-Maschine folgende Eigenschaft hat. Immer, wenn man den Index von einer Turing-Maschine begibt, so eine Zahl n, dann findet diese Maschine raus, ob die n-Turing-Maschine halten wird oder nicht halten wird. Für den Fall, dass sie nicht halten wird, gibt sie noch einen Realisierer für die Behauptung, dass die Maschine nicht hält, aus. Und für den Fall, dass sie schon hält, gibt sie einen Realisierer für die Behauptung, dass sie hält, aus. Das bedeutet, sie gibt einen Zeitpunkt aus, nach so und so vielen Schritten die Maschine gehalten hat. Kurz, aus einem Realisierer für diese Formel hier könnte man ein Halteorakel basteln. Wir wissen aber, ein Halteorakel gibt es nicht. Und daher wird diese Formel nicht realisiert. Eventuell nachfragen. Wenn ihr versucht, das gerade bis ins allerletzte nachzuvollziehen, dann fehlt euch natürlich ein kleines bisschen was. Das ist schon eine Übungsaufgabe, es bis ins Letzte durchzuziehen, weil das, was da hinten steht, ist ja momentan noch auf Deutsch geschrieben. Das müsste ich eigentlich auch noch formelmäßig ausschreiben. Und dann müsste ich halt noch bis zum Schluss wirklich diese Übersetzung damit vornehmen. Aber ich denke, es ist schon klar, aufgrund dieses Oders hier, ne, das Oder wird auf jeden Fall zu einem logischen Oderzeichen, weiß man, was ein hypothetischer Realisierer dafür machen würde, wenn er mit einem x0 aufgerufen wird. Nämlich, er muss halt ein Paar zurückgeben, als Zahl kodiert, was vorne eine 0 hat oder eine 1. Und je nachdem muss halt einer der beiden Fälle eintreten. Dass es hält oder dass es nicht hält. Also es ist schon irgendwie eine Maschine, die rausfindet, ob die übergebene Maschine hält oder nicht hält. Und das geht halt nicht. Okay, ich habe Bock, einen weiteren Fall zu machen. Zum Beispiel etwas, so dass es realisiert wird und so das PA nicht zeigt. Das stimmt. So, und da müssen wir tatsächlich nicht nochmal neu nachdenken, sondern wir können einfach die Negation nehmen von dem, was da oben steht. Kurz nachdenken, warum dem so ist. Also warum stimmt es, dass PA dieses Phi auf jeden Fall nicht zeigt? Naja, wenn PA dieses Phi zeigt und außerdem zeigt ja PA das da oben, dann würde PA einen Widerspruch zeigen. Aber PA zeigt ja keinen Widerspruch. PA ist konsistent. Ja? Unsere Metalogik, in der wir uns jetzt befinden, konstruktive Mengenlehre, ist stark genug, um es für eine Trivialität zu halten, dass PA arithmetisch konsistent ist. Also rutscht da jetzt nicht irgendwie ab, dass ihr an Gänzens Konsistenzbeweis denkt oder sowas. Wir erlauben uns jetzt das Symbol groß N als Menge. Und dann ist es eine Trivialität zu sehen, dass Peano-Arithmetik und Hating-Arithmetik konsistent sind. So, und warum wird Phi, dieses negierte Phi, warum wird das realisiert? Das hatten wir auch schon das letzte Mal gesehen. Wir hatten gesehen, eine Zahl R ist genau dann ein Realisierer für die Negation von irgendeiner Formel. Ich schreibe jetzt hier mal Alpha, damit das nicht mit der Notation rechts in Konflikt kommt. Wir hatten gesehen, irgendeine Zahl R ist genau dann ein Realisierer für Alpha, wenn es nicht der Fall ist, dass Alpha realisiert wird. Das hatten wir damals nachgerechnet beim letzten Mal mit Hilfe der Definition, die eben an der Tafel steht. So, wenn ich also behaupte, dass es einen Realisierer für diese negierte Formel gibt, dann behaupte ich also, dass es irgendeine Zahl r gibt, die im Folgenden keine weitere Rolle haben wird, sodass es, weil auf der rechten Seite hier r nicht mehr vorkommt, sodass es also nicht stimmt, dass die Formel nach dem Negationszeichen, dass die realisiert wird. Ja, und das ist ja auch so. Wir haben ja eben gesehen, dass die Formel da oben nicht realisiert wird. Es kann nicht sein, dass es nicht viel erleichtert, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es... Ja, ich sage es nochmal neu. Ich habe es nicht verwendet. Also nochmal kurze Begründung, warum PA nicht zeigt, dass dieses Phi gilt. Angenommen, PA zeigt doch, dass dieses Phi gilt. Ich weiß schon, aber
Genau, das ist ein Widerspruch. Naja, wir machen jetzt auch eine weitere Folge und das deswegen die Geldmasse. Okay. Nee, genau. Ich habe nur gesagt, wenn PA dieses Negierte zeigen würde, dann würde PA, weil es ja sowieso das zeigt, mit Lem innerhalb von PA, würde PA auch Bottom zeigen. Damit würde auch HA Bottom zeigen, aber von HA wissen wir ganz sicher, dass es nicht Bottom zeigt. Eventuell ist das hier ein Moment, wo ihr euch freut, ja? Also es wäre eine Sache gewesen, wenn das einfach ein Universum ist, in dem intuitionistische Logik gilt. Das ist schön, ja? Hat man alternative Universen, kann man erkunden. Aber wir sehen jetzt, dass in dem Realisierbarkeitsuniversum auch eine antiklassische Aussage gilt, nämlich dieses Vieh, dieses negierte Ding. Das ist ja etwas, was klassisch völlig falsch ist. Trotzdem gilt es in der Realisierbarkeitswelt. Das ist irgendwie cool. Ja, wir werden das auch noch wirklich gewinnbringend einsetzen, aber es ist zunächst auch einfach cool. Wir haben jetzt ein mathematisches Alternativuniversum kennengelernt, wo eine Aussage drin gilt, die für die Mathematikerin auf der Straße als völlig evident falsch angesehen werden würde. Okay. Dann brauchen wir noch etwas, sodass das in den natürlichen Zahlen stimmt und so dass PA das aber nicht herleiten kann. Das ist leicht, das hat auch nichts mit Realisierbarkeit zu tun. Das wäre zum Beispiel die Formel, die ausdrückt als lange Formel über Zahlen geschrieben, dass Hating-Arithmetik konsistent ist. Das ist nämlich auf jeden Fall der Fall. Gilt also hier. Und wir wissen auch, Peano-Arithmetik kann das nicht zeigen. Sonst könnte Peano-Arithmetik auch zeigen, dass PA konsistent ist. Und PA kann das nicht zeigen. So. Und dann haben wir noch drei weitere Situationen. Ich könnte mich fragen, was wäre denn Phi, sodass PA das beweist, und so, dass das aber nicht in den natürlichen Zahlen gilt. Also PA glaubt das, aber in Wahrheit stimmt es nicht. Das kann ich mich fragen. Und ich kann mich fragen, was wird denn realisiert, stimmt aber nicht wirklich. Und ich kann mich fragen, was gilt denn und wird aber nicht realisiert. Ja. Was heißt jetzt dieses N nicht realisiert? Was ist der Unterschied zwischen, also das tatsächliche N realisiert nicht und... Ja. Also ich glaube, deine Frage wird einfach dadurch beantwortet, dass da ist eine Definition für das da, ja? Achso, N ist kein Modell, okay. Genau, ja. Also Phi stimmt nicht in dem Modell N. Okay. Wenn man die vorkommenden Quantoren in Phi ersetzt durch MathBBN... Ich hatte nur einen Compiler-Problem. Alles klar. Ja. Wer hat das nicht? Okay, kennen wir eine Aussage, die Peano-Arithmetik zwar beweist, aber nicht wirklich stimmt in N? Da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Es kann ja sein, dass unsere Metalogik klassisch ist. Nur, dass ich sage, lass mal Lem nicht verwenden auf Metaniveau, heißt ja nicht, dass ich sage, Lem ist falsch auf Metaniveau. Ich will es ja nur nicht verwenden. Ja? Also jemand könnte klassische Metalogik haben und dann würde er nicht so ein Vieh finden. Ja? Also sowas können wir nicht angeben. Weil es sein könnte, dass unsere Metalogik klassisch ist. Und dann stimmt ja auch alles, was PA beweist. Wie ist es beim nächsten? Gibt es etwas, was realisiert wird, aber in Wahrheit nicht stimmt? Können wir auch nicht angeben. Denn es könnte sein, dass unsere Metalogik die interne Sprache vom effektiven Topos ist. Und dann gibt es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ja? Wenn eure Metalogik aber eine klassische Logik ist, dann könnte man hier schon was angeben. Dann könnte man für Phi das da nehmen, die Negation von der Behauptung, dass jede Turingmaschine hält oder nicht hält,
Und dann wäre es so, dass das realisiert wird, aber nicht stimmt. Und dann noch da unten kann es sein, dass eine Formel stimmt, aber dass sie nicht realisiert wird. Auch dafür kann ich kein Beispiel angeben, denn es könnte sein, dass unsere Metalogik genau die interne Sprache vom effektiven Topos ist. Und dann, wie gesagt, gibt es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ich kann aber auch nicht intuitionistisch beweisen, dass es kein so ein Phi gibt. Ja? Wenn ich beweisen könnte, dass es kein Phi gibt, sodass das gilt, dann hätte ich bewiesen, dass meine Metalogik klassisch ist. Aber das ist ja vielleicht auch wieder nicht. Ne? Also wie man es dreht, hat man diese Sachen. Okay, also ganz kurz zur Zusammenfassung, bevor es jetzt weitergeht mit dem Beweis, den wir letztes Mal angefangen hatten. Die Realisierbarkeitswelt, die umfasst auf jeden Fall alles, was hier Hating-Arithmetik zeigt. Und dann umfasst sie ein paar klassische Prinzipien, die Hating-Arithmetik nicht zeigt, aber Piano-Arithmetik schon. Und außerdem umfasst sie ein paar Prinzipien, die klassisch nicht gelten. Traumaxiome. Ja? Also Realisierbarkeit ist also weder mehr noch weniger als klassische Logik, sondern seitwärts. Gut, dann würde ich mal den Beweis anfangen vom letzten Mal. Ja? Also das war B, was wir beweisen wollen. Und das war so formuliert, wenn HA eine Formel zeigt, dann wird sie auch realisiert. Und das zeigen wir jetzt mit Induktion. Wir zeigen mit Induktion über den Beweisaufbau, folgendes: immer wenn so eine Sequenz ableitbar ist in HA, dann ist folgende Aussage realisierbar. Kurz überlegen, warum folgt dann wirklich die Behauptung in Theorem B? Zur Erinnerung, wenn wir einfach das schreiben, dann heißt es, dass folgende Sequenz ableitbar ist. Top bedingt Phi im leeren Kontext. Na gut. Und wenn wir den leeren Kontext haben, dann haben wir hier gar keine für alle Zeichen. Hier haben wir ja ein für alle Zeichen für jedes der vorkommenden Variablen. Hätten wir dann gar nicht. Und dann hätten wir also Top impliziert Psi. Und mit den Regeln kann man ganz leicht nachrechnen, dass folgende beiden Sachen zueinander äquivalent sind. Das da und das da. Ja? Also ist man dann wirklich fertig. Okay, und jetzt machen wir das einfach. Wir schauen uns an, was jeweils der letzte Beweisschritt war in einem Beweisbaum, der das da bezeugt, und versuchen jeweils Realisierer zu finden. Das ist jetzt gleichzeitig super langweilig und super spannend. Langweilig deswegen, weil man sagen könnte, na gut, ich muss halt jetzt 15 Fälle durchgehen oder so für jede der Schlussregeln von Gensens Kalkül. Wir werden natürlich nicht alle machen. Aber es ist auch ultra spannend, weil das Theorem uns halt jetzt zeigt, dass man wirklich intuitionistisch schließen kann in der Realisierbarkeitswelt. Und es ist der Beweis, der jetzt kommt, ist zwar Routine, ja? Also das Schwierige, das, was Kleene geschafft hat, war, überhaupt mal diese Definition zu finden. Aber er zeigt dann eben sehr gut, wie intuitionistische Logik zusammenhängt mit Berechenbarkeit. Ja? Weil wir zu jedem Axiom von intuitionistischer Logik irgendwie ein Gegenstück sehen werden in der Berechenbarkeitswelt, in der Welt der Maschinen, in der Welt der Programmiersprachen. Okay. Und jetzt machen wir einfach irgendeinen Fall. Vielleicht zuerst die Schnittregel. Bitte. Ja. Modulo. Genau, also wenn HA diese Sequenz zeigt. Okay. Ja.
Okay. Also, einer von 13 Fällen. Keine Ahnung. Ich habe nicht nachgezählt, wie viele Schlussregeln wir wirklich haben. Ich erlaube mir auch leicht andere Buchstaben. Also, der letzte Beweisschritt könnte so aussehen. Der zeigt dann so eine Sequenz, ja? Und wie könnte er das gemacht haben? Na gut. Mit einer Schnittregel vielleicht. Vielleicht war das der letzte Beweisschritt, ja? So, dann werden also nach Induktionsvoraussetzung die beiden Dinge realisiert. Jeweils umgeschrieben mit dem für alle Zeichen. Ja? Nach Induktionsvoraussetzung existieren R und S, natürliche Zahlen, mit R realisiert das da und S realisiert dasselbe, nur um alle Zeichen eins weitergerückt. Ja? So, und was wir jetzt zeigen müssen ist, es gibt eine natürliche Zahl t, sodass t das da unten realisiert. Gesucht, natürliche Zahl t mit der Eigenschaft, dass t ein Realisierer ist für das da. Ja. Ja. Danke sehr. Jo. Okay, machen wir das. So, gesucht ist eine natürliche Zahl, aber ich werde jetzt nicht als nächstes hinschreiben, na gut, dann ist t folgende Zahl und dann in einen riesen Term, wo halt irgendwie r und s als Parameter eingehen, sondern ich werde einen Programmcode hinschreiben, informal auf Deutsch. Und dann wird die Aufgabe des Lesers darin zu bestehen, zu erkennen, dass man diesen Programmcode auch als Turingmaschine realisieren könnte, wenn man das wollte. Und dann müsste die Leistung des Lesers auch noch darin bestehen, nachzuschauen in der Liste aller Turingmaschinen, wo die konkrete, die ich jetzt hinschreiben werde, vorkommen wird. Und diese Nummer, die Stellplatznummer, das ist dann T. Also dazu, wir wählen t als den Index der folgenden Turingmaschine. Okay. Und ich will das zunächst für den Fall machen, dass wir hier nicht mehrere Variablen x1 bis xn haben, sondern genau eine. Dann wird es einfach von der Notation her ein bisschen leichter. Sobald wir das verstanden haben, können wir überlegen, wie wir das hätten anpassen müssen. Was müssen wir bauen? Wir müssen also einen Realisierer bauen für die Aussage, für alle x gilt phi impliziert chi. Was muss das T also können? Die T-te Turing-Maschine, eben die Turing-Maschine, die wir jetzt hinschreiben werden, die muss Folgendes leisten. Immer wenn sie eine Zahl x0 einliest, muss sie einen Realisierer berechnen. Das ist das, ja, muss sie irgendwas berechnen. Und dieses Ergebnis, was sie berechnet, muss ein Realisierer sein für die Aussage da hinten, wobei jetzt für die vorkommende Variable x der Wert x0 eingesetzt wurde. Gut, also lese eine Zahl x0 vom Band ein. Das wäre der erste Schritt, den diese Turing-Maschine vollführt. Sie muss dann zurückgeben einen Realisierer für die Implikation, wobei für die vorkommende Variable x stattdessen x0 geschrieben wurde. Was war nochmal ein Realisierer für eine Implikation? Ein Realisierer für eine Implikation war die Nummer von einer Turing-Maschine. Sie muss also eine Turing-Maschine ausgeben. Die Nummer davon, ja?
gebe dann folgende Turing-Maschine, oder genauer den Index von folgender Turing-Maschine, als Ergebnis aus. So, also hier kommt also jetzt Code für eine Turing-Maschine, welche diese Implikation bezeugt, welche sie realisiert. Also, lese eine Zahl U, vielleicht auch sogar um 0, keine Ahnung, nee, ohne 0, vom Band als Eigengabe ein. So wie die Maschine hier verwendet wird, wird U später ein Realisierer sein von folgender Formel. Phi, das ist nämlich das, was hier vorne steht, wobei aber für die Variable x, x0 gesetzt wurde. Gut, und was muss die Maschine produzieren? Sie muss einen Realisierer für chi produzieren, wobei für x, x0 gesetzt wurde. Okay, und das macht sie, indem sie die Turing-Maschinen R und S kombiniert, ne? Gibt folgendes als Ergebnis aus. Also diese Turing-Maschine, die wir gerade im Begriff sind zu bauen, simuliert erstmal die erste Turing-Maschine, MR. Und wendet sie an auf die Zahl x0. Nach Voraussetzung kommt hier die Nummer von der Turing-Maschine raus, welche man einen Realisierer für phi übergeben könnte. Gut. Also, das ist, ich muss es ein bisschen in Linux schreiben, das ist eine bestimmte Zahl, die da rauskommt. So, und die so und so vielte Turing-Maschine, der können wir das U übergeben. Das Ergebnis wird ein Realisierer sein für Psi, wobei x0 für x eingesetzt wurde. So, und dann machen wir Folgendes. Wir haben doch auch noch den Realisierer S zur Verfügung. Wenn wir den mit x0 aufrufen, kriegen wir den Index von der Turing-Maschine, welche einen Realisierer für Psi nimmt und einen Realisierer für Chi ausspuckt. Das heißt, wir müssen das hier schreiben. Und dann sind wir fertig. Kurzum, die Turing-Maschine, die hier steht, die simuliert halt die Turing-Maschinen R und S auf der Eingabe x0. x0 war weiter oben fixiert. Und zwar steckt sie den Realisierer U in die erste Maschine rein. Der produziert dann einen Realisierer für Psi. Und das Ergebnis wird in die zweite Maschine reingesteckt. Das produziert einen Realisierer für Chi. Die algorithmische Bedeutung der Schnittregel ist also Funktionsverkettung. Das ist, was wir durch diesen Teilbeweis gelernt haben. Also, wenn du sowas sagst wie eine Turing-Maschine, gibt den Index einer Turing-Maschine aus, die dort läuft. Ja. Das kannst du zum Beispiel machen, indem sie alle Turing-Maschinen rein nach Verzahn simuliert oder so, oder? Gute Frage, so macht sie es nicht. Die Frage war gerade, wie schafft es die Turing-Maschine denn, den Index von folgender Turing-Maschine rauszufinden? Und der Vorschlag war, naja, die Turing-Maschine soll alle möglichen Turing-Maschinen der Reihe nach von vorne bis hinten durchgehen, nullte Turing-Maschine, erste, zweite, dritte, und dann jeweils irgendwie prüfen, ob die Nummer, wo sie gerade ist, ob das eine Turing-Maschine ist, die diese Eigenschaft hat, und wenn ja, die zurückgeben. So kann das die Turing-Maschine nicht machen, weil um von einem A zu überprüfen, dass die A-te Turing-Maschine wirklich genau dieses Verhalten zeigt, wie hier vorgeschrieben, bräuchte die Turing-Maschine unendlich lange. Eventuell, ja, also weil... Wir können das irgendwie auf verzahnte Art und Weise machen, aber wir werden niemals in endlicher Zeit einen Index finden, von dem wir dann durch Nachprüfen gesehen haben, dass er korrekt ist. Wie funktioniert das dann? Wie folgt. Hier habe ich doch was auf Deutsch hingeschrieben, aber eigentlich hätte ich eine Turing-Maschine angeben müssen. Eigentlich hätte ich so ein langes Diagramm mit ganz vielen Zuständen angeben müssen, welches eben die Zustandsübergangstabelle der Turing-Maschine angibt.
Habe ich nicht gemacht, ja, weil das ein super riesiges Diagramm werden würde und niemand was checken würde. Ja. Das wäre viele, viele, viele Seiten lang, weil insbesondere geht ja was ein? Insbesondere brauchen wir hier als Hilfsmittel Code, welcher die Ernte und die erste Turingmaschine simuliert. Das heißt, in diese Turingmaschine, wenn man sie ganz ausschreiben würde, würde dieses große U eingehen. Ja, also es wäre eine riesige Turingmaschine, wenn ich sie wirklich als Tabelle aufschreibe. So, also ich habe das nur auf Deutsch in zwei Zeilen aufgeschrieben, nicht als Turingmaschine. Und ich habe erwartet vom Leser, dass der sich halt überlegt, wie man das als echte Turingmaschine aufschreiben könnte, als Regelwerk. Gut, und das wäre aber irgendwie möglich gewesen, ja? Gut, und die Turingmaschine, die muss halt das machen, ja? Also diesen Schritt, den hier der Leser machen muss, das muss halt die Turingmaschine machen. Und so produziert sie gleich den richtigen Index. Sie muss dann nicht mehr kontrollieren, dass der stimmt. Sie produziert ihn gleich richtig. Okay, aber also ich meine, mir ist klar, wie eine Turingmaschine jetzt zum Beispiel ein Programm produzieren könnte. Oder? Ja. Aber kann sie auch den Index produzieren? Sie kann nur den Index produzieren. Oder sagen wir so, also wenn für dich der Programmcode so eine Tabelle ist, dann kann die Turingmaschine beliebig umrechnen zwischen einem Regelwerk als Tabelle und dem Index. Ja, das müssen aber die Indizierungen so gemacht sein, dass die Turingmaschine diesen Index berechnen kann. Ja, das ist richtig und die ist so gemacht. Das steckt damit drin, dass es überhaupt das große U gibt, dass es die universelle Turingmaschine gibt. Ja. Es ist prinzipiell möglich, die Turingmaschine auf eine so komische Art und Weise anzuordnen, sodass es dann keine universelle Turingmaschine U gibt. Das macht man nicht, weil ist dann völlig pervers alles, aber man könnte das machen. Aber also warum sagen wir nicht von vornherein, statt zu sagen, okay, dieser Index ist ja sozusagen so ein, also wir könnten von vornherein ja irgendwie sagen, wir nehmen eine Codierung von, okay, das ist halt hier. Ja. Also die Frage war gerade, warum nehmen wir nicht als Codierung von Turingmaschinen, warum nehmen wir da den Index, warum nehmen wir nicht irgendwas anderes, was vielleicht ein bisschen näher dran wäre? Antwort ist, es spielt schon auch keine Rolle. Ja, wir müssen halt irgendeinen Index nehmen, irgendeine Codierung nehmen, die dann berechenbar ist, sodass es ein U gibt, sodass Folgendes ausführbar ist. Und man hat sich historisch so ein bisschen geeinigt, den Index zu nehmen, weil das irgendwie ganz elegant ist oder ganz, ganz sparsam. Ja? Und dann muss ich jetzt nicht anfangen, mir Gödel-Nummern zu überlegen für Turingmaschinen. Aber das ist nichts Tiefsinniges. Ich hätte Bock, noch eine Schlussregel zu machen. Zum Beispiel die Induktion. Ja. Fall 2. Die letzte Regel könnte einfach das sein. Das Induktionsaxiom für irgendeine konkrete Formel Phi. Also das sieht ja so aus. Phi von 0 für x und für alle n Phi impliziert Phi von S von n, oder für alle x schreiben wir hier S von x für x. So, aus diesen beiden Sachen, Induktionsanfang und Induktionsschritt, folgt ja für alle x Phi. Das könnte der letzte Schritt in einem Beweis sein, dass einfach dieses Axiom zitiert wird für eine konkrete Formel Phi. Und jetzt müssen wir dafür wieder einen Realisierer finden. Diesmal haben wir nichts nach Induktionsvoraussetzungen zur Verfügung, weil der Beweisbaum nach oben gar nicht weitergeht. Wir müssen also einfach aus dem Stand einen Realisierer für das da finden. Folgende, oder wieder, wenn wir genau sind, der Index von folgender Turingmaschine realisiert den hinteren Teil der Formel, also realisiert das da. Das ist nicht ganz das, was wir wirklich realisieren müssen. Wenn wir ganz streng nach Schema vorgehen, sehen wir müssen eigentlich realisieren top impliziert und dann das, was ich gerade hingeschrieben habe. Aber das ist egal. Okay,
Was muss das für eine Art von Turingmaschine sein? Das muss eine Turingmaschine sein, die einen Realisierer für die vordere Klammer als Argument bekommt und einen Realisierer für das hintere ausspuckt. Lasst uns das einfach versuchen. Ja? Also, lese eine Zahl U, ein Realisierer für die vordere Klammer, als Eingabe ein. Wir wissen dann, mithilfe der Klausel für das und, wissen wir, dass k von u ein Realisierer für das da wäre und dass l von u ein Realisierer für das da ist. Was wir produzieren müssen, ist ein Realisierer hierfür. Also den Index von der Turingmaschine, welcher gegebenen x0 einen Realisierer für phi von x0 ausspuckt. Gib dann den Index von folgender Turingmaschine zurück. Was soll die machen? Das soll dann also eine Turingmaschine sein, die das da hinten realisiert. Die liest also erstmal einen x0 ein. Ja? Lese ein x0 vom Band ein, als Eingabe ein. Und wir können uns merken, was das Ziel von der Maschine an der Stelle ist. Die Maschine möchte jetzt gerne einen Realisierer für phi von x0 ausgeben. Ja? Was hat die Maschine zur Verfügung als Zutaten? Zum einen hat sie k von u zur Verfügung, das ist ohne weitere Umschweife ein Realisierer für phi von 0. Zum anderen hat sie l von u zur Verfügung, das ist ein Realisierer hiervon. Das ist also eine Turingmaschine, die, wenn man ihr irgendeine Zahl x0 gibt, einen Realisierer für diese Implikation produziert. Und Realisierer für diese Implikation wiederum, das ist eine Turingmaschine, welche einen Realisierer für das phi umwandeln kann in einen Realisierer für das nächste, für phi von dem nächsten x. Das heißt, was diese Turingmaschine jetzt machen wird, ist eine Vorschleife. Und mehrmals die Induktionsvoraussetzung, die Zeugen für die Induktionsvoraussetzung anzuwenden. Also lese ein x0 als Eingabe ein, setze kurzzeitig v auf, das soll eine Variable sein, die sich die Turingmaschine macht, als k von u, als die erste Komponente von u. Das ist ja dann ein Realisierer von phi von 0. Ja? So. So, absolviere dann eine Schleife von i gleich 0 bis x0 minus 1. Falls x0 0 sein sollte, entfällt die Schleife ersatzlos. Und was wird da gemacht? Da wird jeweils das v überschrieben in jedem Schritt. Durch was? Naja, durch die Anwendung des Induktionsschritts auf das alte v. Also wir nehmen die Maschine mit der Nummer l von u. Das ist also ein Realisierer hiervon. Wir führen diese Maschine aus auf der Eingabe i. Das Ergebnis ist der Index einer Maschine für diese Implikation. Also, würden wir gerne ausführen. Das Ganze ist jetzt ein Index von, und jetzt müssen wir dieser Maschine einen Realisierer für das jetzige phi, für phi von i übergeben. Das ist v. Die Maschine produziert dann einen Realisierer für phi von dem nächsten i. Und ganz zum Schluss geben wir v aus. Nach der Vorschleife. Gib abschließend v aus. Von hier bis hier ging die verschachtelte Turingmaschine. Ja? Und den Index von dieser Turingmaschine, der wird eben zurückgegeben von der hier.
Also in diesem Business haben wir sehr oft Turing-Maschinen, die sich gegenseitig simulieren, eventuell auch tiefer als irgendwie einmal oder sowas. Also Hashtag going deeper. Der algorithmische Inhalt von Induktion sind also Vorschleifen. Das haben wir durch diesen Teil des Beweises gelernt. Und ich glaube, mehr von diesen Fällen mache ich jetzt nicht, weil es irgendwann langweilig ist, dazu zu schauen und weil man mehr davon hat, wenn man es selbst versucht. Wie ist die Stimmung? Wollt ihr ein paar Fragen stellen dazu? Also ein paar von euch machen mir gerade so ein bisschen den verlorenen Eindruck. Entweder Fragen stellen oder es halt zu Hause nachrechnen. Ja? Ich weiß schon, dass es am Anfang so ein bisschen verwirrend ist mit den vielen Indizes von Turing-Maschinen. Und man braucht am Anfang so ein bisschen Zutrauen, dass es möglich wäre, immer wenn ich sowas auf Deutsch schreibe, so ein Computerprogramm, dass es wirklich möglich ist, das als Turing-Maschine zu realisieren. Da muss man, also wenn man da das Zutrauen noch nicht hat und es haben möchte, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man fuchst sich wirklich rein und öffnet so ein Skript zur theoretischen Informatik und schaut halt, wie eine Turing-Maschine Variablen emulieren kann, wie sie Vorschleifen emulieren kann, wie sie Multiplikation emulieren kann. Das brauchen wir vielleicht auch irgendwo verborgen als Hilfsmittel zur Speicherverwaltung oder sowas. Oder ihr akzeptiert einfach als Glaubensgrundsatz die Church-Turing-These, die sagt ja, dass alles, was in der realen Welt berechenbar ist, auch durch eine Turing-Maschine berechenbar ist. In der realen Welt ist es sicherlich möglich, ein Perl-Programm zu schreiben oder ein Haskell-Programm zu schreiben, was das macht, also gibt es eine Turing-Maschine dafür. Xaver? Genau. Also wir gehen hier so ein bisschen auf Turing-Maschinen ab. Hier kommt vor die Erte-Turing-Maschine, nicht das Erte-Haskell-Programm oder sowas. Das hat nur folgende Gründe. Erstens, historisch war das Erste, was man so gemacht hat. Und zweitens, wir wollen ganz konkret eben ein Modell gerade fixieren und uns von dem dann die Konsequenzen anschauen. Aber es ist hochinteressant und das ist einer der Einsatzgebiete auch von der Realisierbarkeitstheorie, dass man die Semantik eben hier ändert, sodass das NR nicht mehr die Erte-Turing-Maschine heißt, sondern vielleicht die Erte-Super-Turing-Maschine oder das Erte-Haskell-Programm oder die Erte-Blablabla. Da werden wir auch noch Beispiele für kennenlernen. Und dann, also die Beweise hier gehen genauso durch, weil jedes Berechenbarkeitsmodell, was auf sich hält, kann das hier machen. Aber es wird dann subtile Unterschiede geben in den Formeln, die realisiert werden. Manche werden dann realisiert werden, die gerade nicht realisiert werden und umgekehrt. Und das nutzen die theoretischen Informatikerinnen, um verschiedene Modelle von Berechenbarkeit zu vergleichen. Insbesondere bei höheren Typen. Also wenn es um Funktionen höherer Ordnung geht. Nee, werden wir auf jeden Fall noch machen. Hoffentlich heute einfach. Ich würde gerne Super-Turing-Maschinen einführen. Das sind also Turing-Maschinen, die länger als unendlich lang laufen können. Und dann können wir da Unterschiede feststellen. Okay. Lasst mich euch ein klassisches Prinzip zeigen, welches realisiert wird, obwohl es Hating-Arithmetik nicht beweist. Nämlich Markovs Prinzip. Also Theorem. Dieses Theorem funktioniert nur in einer klassischen Metalogik. Also in einer klassischen Metalogik wollen wir die Realisierbarkeitswelt untersuchen. So, ganz kurz geschrieben, das sagt, für die Formel Phi gilt Markovs Prinzip und ausgeschrieben besagt dieses Prinzip folgendes. Wenn für alle natürlichen Zahlen
Phi oder nicht Phi der Fall ist. In Phi kommt n vor, ja, als freie Variable, deswegen ergibt das Sinn, was da steht. So. Und falls es nicht der Fall ist, dass eine natürliche Zahl n existiert, sodass Phi von n gilt, unter diesen Voraussetzungen gibt es wirklich eine Zahl n, sodass Phi gilt. Das besagt Markovs Prinzip. In klassischer Logik natürlich völlig trivial. Also Peano-Arithmetik zeigt das, ohne mit der Wimper zu zucken. Hating-Arithmetik zeigt das nicht im Allgemeinen. Für manche Formeln Phi schon, hatten wir auch im ersten Teil der Vorlesung gesehen, wenn Phi irgendwie geometrisch ist. Aber sonst für die allermeisten Formeln zeigt Hating-Arithmetik das nicht. Trotzdem wird es realisiert. Lasst uns das versuchen. Lasst uns also einen Realisierer dafür angeben. Den Index von der Turing-Maschine, welche das hier kann. Ihr werdet gleich sehen, wir können diese Maschine immer angeben, die kann ich explizit hinschreiben. Ich werde nicht das Auswahlaxiom verwenden oder so, um die zu konstruieren. Aber der Beweis, dass die Maschine funktioniert, der wird klassische Metalogik voraussetzen, beziehungsweise ein bisschen genauer, er wird Markovs Prinzip in der Metatheorie erfordern. Okay, also die Formel, um die es geht, die lange Formel, die da hinten steht, die Formel MP von Phi wird durch den Index folgender Turing-Maschine realisiert. Also das ist eine Turing-Maschine, die so eine Implikation realisiert, ja? Sie liest also ein U, ein Realisierer für die linke große Klammer ein und muss einen Realisierer hierfür produzieren. Lese eine Zahl U als Eingabe ein. Welche Struktur hat das U? Nun ja, U wird ein Realisierer sein von dieser runden Klammer. Also wird U ein Pärchen sein, dessen erste Komponente ein Realisierer für den ersten Konjunkt ist und dessen zweite Komponente ein Realisierer für den zweiten Konjunkt ist. Also die erste Komponente von U wird ein Realisierer hierfür sein und die zweite Komponente wird ein Realisierer hiervon sein. Den zweiten Realisierer, also die zweite Komponente, werden wir sicherlich nicht brauchen können. Warum? Die zweite Komponente ist also ein Realisierer von dieser negierten Aussage. Wir hatten das letzte Mal gesehen, und es steht auch nochmal hier dran, dass der Realisierer von einer negierten Aussage nichts mit der Aussage selbst zu tun hat. Eine negierte Aussage wird entweder gar nicht realisiert oder durch jede natürliche Zahl. Die Information, dass der Realisierer also jetzt 17 ist oder 109 oder sowas, wird uns nichts helfen. Bei einer negierten Aussage, wenn die realisiert wird, ist nur interessant, dass sie realisiert wurde, nicht durch welche Zahl sie realisiert wird, weil wenn sie realisiert wird, wird sie durch jede Zahl realisiert. Okay, das heißt also, die zweite Komponente von der Paar U werden wir auf jeden Fall nicht brauchen. Aber die erste Komponente ist interessant. Das ist nämlich der Index von der Turing-Maschine, welche, wenn man ihr eine natürliche Zahl n übergibt, ein Realisierer für diese Disfunktion ausspuckt. Also sagt, ob Phi von n oder nicht Phi von n gilt. Und was wollen wir denn finden? Wir wollen einen Realisierer hierfür finden. Das heißt, ein Pärchen bestehend aus einer natürlichen Zahl und einem n und einem Realisierer für Phi von n. Und die Idee ist nun folgende. Wir gehen einfach Schritt für Schritt der Reihe nach alle natürlichen Zahlen durch, beginnt bei 0. Und prüfen jeweils mit Hilfe des gegebenen Realisierers für das da, ob Phi oder nicht Phi vorliegt. Sobald wir irgendwann mal durch Zufall auf eine natürliche Zahl treffen, für die Phi vorliegt, geben wir diese aus, zusammen mit dem erhaltenen Realisierer. Also machen wir das. Gehe der Reihe nach alle natürlichen Zahlen n gleich 0, n gleich 1 und so weiter durch. Und mach für jede natürliche Zahl das, was jetzt eingerückt kommt.
berechne V, welches folgendes Ergebnis sein soll. Die K von Ute Turing-Maschine ausgewertet auf N. V wird dann ein Realisierer sein für Phi von N oder nicht Phi von N. Was war nochmal ein Realisierer für eine Disjunktion? Das war ein Pärchen, wo an dessen erste Komponente wir ablesen können, welcher der beiden Fälle vorliegt. Also falls K von V gleich 1 ist, das heißt, der zweite Fall liegt vor, nicht Phi, dann machen wir einfach weiter mit der nächsten Zahl. Ja? Fahre mit der nächsten natürlichen Zahl fort. So, aber falls K von V 0 ist, dann bedeutet es, dass L von V ein Realisierer ist für Phi von N. Also sind wir fertig. Wir müssen das nur noch verpacken. Also kurz an uns eine Bemerkung. Das ist nichts, was den Quellcode der Turing-Maschine ausmacht. Deswegen setze ich es mal in eckige Klammer. Dann ist also L von V ein Realisierer für Phi, wobei aber die Variable n, die in Phi vorkommt, durch den konkreten Wert n ersetzt wurde. Der von unserer Zielvariable in der Vorschleife. Ich hätte die vielleicht n0 nennen sollen. Kann ich auch immer noch machen. So. Ja? Und was geben wir jetzt zurück? Wir müssen einen Realisierer für die Existenzbehauptung zurückgeben. Also ein Pärchen bestehend aus einer Zahl und einem Realisierer für Phi von der Zahl. Dann gib das Pärchen zurück, J, bestehend aus der Zahl N0 und dem Realisierer für das L von V0. Also dann beenden wir auch die Vorschleife. Wir geben das, schreiben das auf Band und beenden uns. Warum funktioniert die Turing-Maschine, die hier steht? Das ist jetzt der Punkt, wo wir klassische Metalogik brauchen werden, zumindest Markus' Prinzip in der Metalogik. Denkt dran, wir hatten noch diese zweite Komponente von dem Realisierer U. Die hat uns algorithmisch nichts geholfen, weil sie keinen algorithmischen Inhalt hatte, weil es einfach irgendeine random natürliche Zahl war. Aber dadurch, dass wir wissen, dass es einen Realisierer hierfür gibt, wissen wir noch was anderes. Das hatten wir uns auch das letzte Mal überlegt. Wenn eine Zahl R nicht Alpha realisiert, dann heißt das, dass es nicht ein V, ein S gibt, sodass S Alpha realisiert. Also dadurch, dass wir wissen, dass diese doppelt negierte Formel realisiert wird, wissen wir, dass es irgendwo da draußen ein S gibt, es gibt es nicht, aber in klassischer Mythologie ist es wieder egal, irgendwo da draußen gibt es eine Zahl S, welche eben Alpha, also in unserem Fall Phi von N realisiert. Das heißt, früher oder später wird diese Turing-Maschine in diese Situation kommen, in den zweiten Fall. Und dann hält sie an mit einem korrekten N0 und einem korrekten Realisierer. Die algorithmische Bedeutung von Markus' Prinzip ist also unbounded search. Unbeschränkte Suche. Denn das ist, was wir hier machen. Wir wissen, dass es einen Realisierer geben muss. Oder dass es eine Zahl n geben muss, sodass Phi gilt. Und wir suchen jetzt einfach von vorne nach hinten den Zahlenstrahl ab, bis wir diese Zahl finden. Wir wissen, irgendwann werden wir sie erreichen. In klassischer Metalogik. Also ja. Diese ganzen Beweise funktionieren so, dass man immer versucht, Teile davon in die Metalogik zu übersetzen und und damit dann irgendwas zeigen. Genau. Ja, und man sollte vielleicht noch, also wenn das so eine Zusammenfassung sein soll, auch noch eben einfließen lassen, dass man immer versucht, Computerprogramme zu finden, die etwas machen und dass sie wirklich das machen, was sie angeblich machen sollen, das zeigen wir in der Metalogik.
Bitte? Man hätte jetzt dieselbe Aussage auch zeigen können, indem ich da drin das Nicht nicht durch einen existiert, also das einfach weglasse, das Nicht da drin ist. Hier? Ja, also die Formel ohne dieses Nicht-Nicht wäre auch realisiert gewesen, aber trivialerweise, das zeigt ja schon Hating-Arithmetik. Ne, wenn Hating-Arithmetik zeigt folgende Implikation, rein hypothetisch angenommen, es gilt das und es existiert ein N, so das Phi gilt, ja, dann existiert ein N, so das Phi gilt. Kann ich jetzt ganz klassisch zeigen, indem ich einfach Nicht-Nicht auf der rechten Seite dazu schreibe? Du willst hier das nochmal abschwischen? So ist es wieder eine intuitionistische Tautologie. Und so ist es auch eine intuitionistische Tautologie. Ja, genau. Von einem Nicht-Nicht existiert N. Es kann nicht sein, dass es keins gibt. Folgern, es gibt wirklich eins. Ja? Falsch in intuitionistischer Logik, korrekt in im Realisierbarkeitsmodell. Ja? Ja, werden wir auch noch kennenlernen. Und zwar einfach eine Variante von diesem hier, wenn man ein bisschen anders Berechenbarkeitsmodell als Turing-Maschinen zugrunde legt. War auch historisch sehr bedeutsam, dass man sowas dann gefunden hatte, weil man eben vermutet hat, dass das vermutlich nicht zeigbar ist in Hating-Arithmetik, aber so ganz sicher war man sich nicht. Und erst dadurch das Modell von Hating-Arithmetik gefunden hat, wo das eben wirklich nicht stimmt, erst dann hatte man Gewissheit. Ja. Das hier, diese Definition von Realisierbarkeit, die wir verwenden, das heißt auch Kleene's erste ursprüngliche Original Number Realizability. Und dann gibt es aber noch Kleene's Second Realisierbarkeit oder auch Function Realisierbarkeit. Und die zeigt die Negation von Markov, Markovs Prinzip für bestimmte Formen Phi. Möchtest du noch was zeigen? Diesmal wieder in der konstruktiven Metalogik, schreibe ich nicht extra dazu. Folgende Formel wird realisiert. Das ist eine starke Form vom Auswahlaxiom, vom abzählbaren Auswahlaxiom. Wenn für jedes x ein y existiert, sodass phi gilt, dann existiert auch ein n, sodass für alle x folgendes gilt, phi von x wird durch x ersetzt, kann ich mir auch sparen, und y wird durch mn von x ersetzt. Also als Slogan, im Realisierbarkeitsmodell gilt diese starke Fassung vom abzählbaren Auswahlaxiom. Eine starke Fassung vom abzählbaren Auswahlaxiom. Ich will das kurz erklären, diese Floskel, für all diejenigen von euch, die nicht ganz sicher sind im Wort Auswahlaxiom. Also, allgemein ist es so, das Auswahlaxiom für eine Menge groß X das würde man in konstruktiver Mengenlehre wie folgt fassen. Für alle Mengen y und für alle Abbildungen f von y nach x, und zwar nicht Abbildungen, sondern Sujektionen.
Für all sowas existiert ein sogenannter Schnitt G von x nach y. Und was heißt Schnitt? Also statt Schnitt dürfte ich auch Abbildung schreiben, wenn ich im Gegenzug noch weiter schreibe nach dem Doppelpunkt. Sodass für alle x aus x gilt, f von g von x ist x. So, üblicherweise ist das, was hier steht, so eine Standardübungsaufgabe in LA1, die man so in der zweiten Woche oder sowas macht. Völlig ohne zu diskutieren, dass man das Außerlaxiom verwendet. Kurze Erinnerung, wie ein naiver Beweis, der nicht Rücksicht nimmt auf irgendwas, abläuft. Gegeben sei also so eine Menge y und gegeben sei so eine Sojektion. Ich glaube, man sollte hier nicht Plural verwenden. So, gegeben sei so eine Sojektion f. Wir wollen jetzt so eine Abbildung g bauen, in die andere Richtung, ein Rechtsinverses für f. Ein Präinverses für f. Wie machen wir das? Naja, das Teil ist ja surjektiv. Also gibt es zu jedem kleinen x0 aus groß x jeweils mindestens ein Urbild. Und wir definieren dann die Abbildung g einfach dadurch, dass wir so ein beliebiges Element x0 aus groß x auf eines seiner Urbilder schicken. Wir müssen einmal am Anfang für jedes Element aus groß x ein Urbild wählen und dann können wir diese Wahl zu einer Abbildungsvorschrift machen und dann ist das trivial nachzurechnen. So, das sagt generell, das ist, was man meint, wenn man sagt, das Außerlaxiom gilt für eine Menge x. Ja, und zum Beispiel, konstruktive Mengenlehre hat keinerlei Schwierigkeiten damit, das Auswahlaxiom für endliche Mengen nachzuweisen. Das Auswahlaxiom für die Menge der Form 1, 2 und so weiter bis n, n könnte auch 0 sein, gilt konstruktiv, gilt intuitionistisch, ja. Das kann ich durch Induktion zeigen. Ich muss halt für jedes, ich weiß nach jedem, für jedes der n Elemente aus groß x habe ich ein Urbild und dann kann ich eine Umkehrbildung hinschreiben. Aber falls x unendlich groß wird, kann ich sowas nicht mehr per Induktion nachweisen und dann ist es einfach ein Axiom. Ja? So, das abzählbare Auswahlaxiom nun, das behauptet, dass das Auswahlaxiom gilt für die Menge der natürlichen Zahlen. Für groß n. Das ist das abzählbare Auswahlaxiom. Das lässt sich intuitionistisch nicht nachweisen. Es gilt aber in dieser Fassung im Realisierbarkeitsmodell. Jetzt müssen wir kurz schauen, wo kommen denn hier überhaupt Sojektionen vor. Das ist hier ein bisschen verklausuliert formuliert, weil zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie wir in der Realisierbarkeitswelt über Funktionen sprechen können. Insbesondere nicht über Sojektionen. Deswegen ist das hier ein bisschen gekünstelt ausgedrückt. Für jede Zahl x hinten gibt es eine Zahl y, sodass irgendeine Formel phi von xy gilt. Das drückt die Sojektivität quasi aus. Und die Aussage wäre dann gibt es einen Schnitt g, sodass für alle x es der Fall ist, dass wenn man g von x in f einsetzt, dass dann x rauskommt. Okay, und das steht hier, aber hier steht auch nicht, es gibt eine Funktion von n nach n, sondern hier steht mehr. Hier steht, es gibt eine Turing-Maschine. Ne? Also hier steht der Index von der Turing-Maschine und hinten wird dann die Ente Turing-Maschine verwendet. Deswegen habe ich hingeschrieben, dass es eine starke Fassung vom abzählbaren Auswahlaxiom sei. Weil das normale Auswahlaxiom, das was zum Beispiel in klassischer Mengenlehre gilt, das sagt nur, dass es irgendeinen Schnitt gibt, aber das sagt nicht, dass dieser Schnitt berechenbar wäre durch eine Turing-Maschine. Das wäre hart falsch in klassischer Logik. Aber hier stimmt es eben doch. Ja. Also vielleicht könnte man sagen, dass phi beschreibt, sagen wir, eine Relation. Genau. Also es ist eigentlich die Aussage für irgendeine subjektive Relation. Ja, richtig. Genau. So, schauen wir uns an, warum das plötzlich gilt in der Realisierbarkeitswelt, obwohl es also intuitionistisch nicht zeigbar ist. Okay. Also, die Formel, die da oben steht, wird durch den Index von folgender Turing-Maschine realisiert. Wird durch den Index folgender Turing-Maschine
realisiert. Ihr werdet gleich merken, dass das trivial ist. Eventuell seht ihr es jetzt schon, je nachdem, wie schnell ihr schon im Umsetzen, Übersetzen davon seid, mit diesen Regeln. Also, was soll das werden? Das soll eine Turing-Maschine werden, die diese Implikation realisiert. Das heißt, die liest einen U als Eingabe ein, das wird ein Realisierer hiervon, und sie muss den Realisierer hiervon ausspucken. Ja? Lese eine Zahl U als Eingabe ein. So, was ist U? U wird ein Realisierer von der runden Klammer hier vorne. Was zeichnet so ein Realisierer nochmal aus? Das bedeutet, dass die U-te Turing-Maschine folgende Eigenschaft hat. Wenn man da irgendeine Zahl x0 einsetzt, kommt ein Realisierer raus für den hinteren Teil, für das es gibt y, so das Phi-Bild. Es kommt also ein Pärchen raus, bestehend aus einem bestimmten y und einem Realisierer, das Phi für dieses bestimmte y gilt. Und was wollen wir bauen? Wir wollen einen Realisierer hierfür bauen, also ein Pärchen, bestehend aus einer Turing-Maschine oder bestehend aus einer Zahl n und einem Realisierer, dass die Zahl n das tut, was sie soll. Und was soll diese Zahl n leisten? Naja, die n-te Turing-Maschine soll genau solche ys berechnen. Genau von der Form, wie doch das U sie berechnet. Also die Behauptung ist eigentlich schon versteckt in der Annahme. Die klassische Bedeutung hiervon, die klassische Bedeutung wäre, zu jedem x gibt es ein y, irgendwo im platonischen Ideenhimmel. Aber die Realisierbarkeitsbedeutung davon ist, wir haben eine Maschine, die zu jedem x ein y produziert. Und diese Maschine können wir einfach wiederverwenden. Diese Maschine wird im Wesentlichen unser n. Okay. Sei n der Index von folgender Turing-Maschine. Lese eine Zahl x0 ein. Gib, so, jetzt tun wir die U-te Turing-Maschine ausführen auf x0. Die wird ein Pärchen ausgeben, dessen vordere Komponente. Und sei m folgende Turing-Maschine, der Index von folgender Turing-Maschine. Wir geben dann gleich das Tupel n, m zurück, als Zahl verpackt. Lese eine Zahl x0 ein und wir müssen dann den Realisierer hiervon produzieren. Gib l von mu von x0. Okay, und was die Turing-Maschine auf dieser Einrückungstiefe macht, ist, gib j von n, m zurück. Schreibe das aufs Band und beende dich. Da haben wir jetzt also gesehen, in intuitionistischer Metalogik ist es trivial zu zeigen, dass in dem Realisierbarkeitsuniversum das abzählbare Auswahlwachstum gilt. In der Fassung, wie es da oben formuliert wurde. In klassischer Mengenlehre ist das Auswahlaxiom was Starkes, weil es sagt eben zu jeder Sujektion oder auch für Formeln nochmal umgesetzt, wenn es für jedes x ein y irgendwo gibt, dann könnten wir auch eine Abbildung finden, die diese ys berechnet. Das ist was Starkes. Ja? Das ist irgendein Prinzip, Ordnungsprinzip über unendlich große Mengen. Aber hier ist es was Triviales, weil einfach die Voraussetzung eine viel stärkere Interpretation hat. Nämlich nicht, dass es zu jedem x irgendwo ein y gibt, sondern dass wir eine Funktion haben, die zu jedem x so ein y berechnet. Und gesucht ist eine Funktion, die zu jedem x ein y berechnet. Nur ein bisschen verpackt hier noch mit dem k und dem l.
Es gibt auch einen Nachteil daran, dass im Realisierbarkeitsmodell das absehbare Auswachstum gilt, nämlich es macht es schwerer, sich vorzustellen, wie es denn sein könnte, dass manche Leute das absehbare Auswachstum ablehnen. Wir hatten doch oft so als Pi mal Daumen-Regel gesagt, naja, wenn du schauen willst, ob was intuitionistisch zeigbar ist, dann überleg dir einfach, ob es ein Computerprogramm machen könnte. Die Formalisierung davon ist, wenn du dir überlegen willst, ob was intuitionistisch zeigbar ist, dann überprüf mal, ob es realisierbar ist. Ja, aber das absehbare Auswachstum ist realisierbar. Es ist also nicht so leicht, sich eine Welt vorzustellen, in der das nicht der Fall ist. Es gibt solche Welten. 99 von 100 Gabentopoi erfüllen nicht das absehbare Auswahlaxiom. Aber so Realisierbarkeitstopoi eben schon. War untertrieben. Tatsächlich kenne ich in intuitionistischer Metalogik genau einen Topos, in dem das absehbare Auswachstum gilt, nämlich der triviale Topos, in dem jede Aussage und auch die Negierung von jeder Aussage gilt. In konstruktiver Metalogik, in klassischer Metalogik gibt es mehrere Topoi, die das können, zum Beispiel die Kategorie der Mengen. Wie ist die Stimmung? Fragen? Sarah? Also, wir haben ja auch mal gesagt, dass aus dem Auswachstum ein Lemma folgt. Ja. Das geht ja jetzt wohl hier drin. Genau. Es stimmt auch nicht, dass aus dem absehbaren Auswahlaxiom Lemma folgt. Nur aus dem vollen. Und übrigens, der Beweis, dass aus dem vollen Auswahlaxiom Lemma folgt, der ist ganz interessant, weil man könnte jetzt denken, der Beweis tut eine wahnsinnig große, unübersichtliche, unendlich große Menge konstruieren und darauf dann das Auswahlaxiom anwenden und dann folgt halt irgendwas. Dem ist aber nicht so. Der Beweis tut das Auswahlaxiom anwenden für eine Menge, die wie folgt hingeschrieben werden kann. Eine bestimmte Sache, eine andere bestimmte Sache. Also diese Menge hat auf jeden Fall höchstens zwei Elemente. Aber intuitiv weiß ich nicht, ob sie eins oder zwei Elemente hat. Und deswegen hilft mir das schon das Auswahlaxiom da dann weiter. Ich würde gerne mit euch nur noch eine kleine Sache heute machen. Ich würde euch gerne zeigen, wie man in der Realisierbarkeitswelt auch über Funktionen sprechen kann oder über andere Dinge als natürliche Zahlen. Ja? Dann könnt ihr nämlich so selbstständig so Sachen beweisen wie: In der Realisierbarkeitswelt stimmt es, dass jede Funktion von n nach n berechenbar ist. Auch wieder ein antiklassisches Axiom. Oder ihr könnt zeigen, dass jede Funktion von r nach r stetig ist. Auch wieder ein antiklassisches Axiom. Ja. Nur um das formulieren zu können, braucht ihr jetzt noch eine Kleinigkeit. Definition. Eine Assembly. Und wir können uns dann wieder überlegen, was ein guter deutscher Begriff dafür ist. Eine Assembly, x, komisches Zeichen und ein Index groß x, besteht aus einer Menge x zusammen mit einer Relation, das da eben, mit dem Index groß x. Und das soll eine Teilmenge sein von n kreuz x. Und jetzt muss ein Axiom gelten, sodass für jedes Element aus x jeweils mindestens eine Zahl existiert, sodass diese Zahl das x realisiert. Das ist Großbuchstabe, groß x für die Menge. Hinten klein x für das Element. Was ist die anschauliche Bedeutung von dieser Definition? Die Idee ist, eine Assembly ist etwas, ist eine Menge, für die wir auch wissen, wie wir sie im Computer darstellen können. Im Computer ist alles, zum Schluss sind alles Bitmuster. Also Zahlen, natürliche Zahlen. Ja? Und so besteht also eine Assembly aus einer Menge, sodass wir aber für jedes Element groß x wissen, was es bedeutet, dass eine natürliche Zahl dieses x darstellen sollte. Wir sagen dann auch wieder realisieren sollte. Und die Bedingung hier drückt nur aus, dass wirklich jedes Element aus groß x auch auf mindestens eine Art und Weise darstellbar ist.
Wir werden also gewiss keine Assembly finden, wo die Trägermenge groß x überabzählbar ist. Na? Gut, und dann gibt es noch eine verwandte Definition. Und zwar, dann sollten wir uns vielleicht auch nochmal einen besseren Blick überlegen, eine maßvolle Menge hat nichts mit Maßtheorie zu tun. Im Englischen heißt das modest set. Ist eine Assembly mit folgender Zusatzeigenschaft. Für alle x und x Schlange aus Groß X und für alle natürlichen Zahlen, wenn es vorkommen sollte, dass n sowohl x als auch das x Schlange realisieren sollte, dann sind x und x Schlange schon gleich. Das sagt also, dass verschiedene Bitmuster im Arbeitsspeicher auch verschiedene Elemente angeben. Wir haben schon eine maßvolle Menge kennengelernt, nämlich die Menge n können wir upgraden zu einer maßvollen Menge. Die Menge n zusammen mit der Relation ist eine maßvolle Menge. Da definieren wir also, dass eine natürliche Zahl m genau durch folgende natürliche Zahlen dargestellt wird, nur durch m selbst. So, und alle möglichen Datentypen, die es in der Informatik so gibt, sind jeweils maßvolle Mengen, weil ich irgendwie für jeden Datentyp weiß, wie ich ihn denn im Computer, im Arbeitsspeicher realisieren sollte. Was wir jetzt noch kurz machen, ist, wir werden die Kategorie der Assemblies und der maßvollen Mengen definieren. Und dann will ich kurz sagen, wie man die eben verwenden kann in der internen Sprache. Und dann sind wir fertig. Der Punkt davon wird sein, Informatikerinnen, die stehen oft vor der Situation, dass sie sich für eine mathematische Menge jetzt überlegen müssen, wie sie die im Arbeitsspeicher repräsentieren sollen. Das ist aber in Wahrheit nicht nötig. In Wahrheit kann man auch einfach ausrechnen, wie man so eine Menge zu repräsentieren hat, indem man nachrechnet in der Kategorie der Assemblies oder in der Kategorie der maßvollen Mengen, wie denn das entsprechende Analogon aussieht. Also zum Beispiel muss ich mir nicht überlegen, wie ich Paare von Dingen darstellen muss im Arbeitsspeicher. Ich kann einfach nachrechnen, was denn die Produkte in der Kategorie der maßvollen Mengen sind. Ich kann mich einfach überraschen lassen. Ich brauche da keine Kreativität dafür. Ich leite mir das her. Vielleicht will ich auch ein Programm schreiben, was mit reellen Zahlen umgehen kann. Und damit meine ich nicht 53-Bit-Fließkomma-Approximationen, sondern damit meine ich echte reelle Zahlen. Ich möchte also Rechnungen durchführen, wo ich eine Genauigkeit für das Endergebnis vorgebe. Und dann soll das Programm halt bei all den Zwischenschritten sich überlegen, welche Genauigkeit es für die Zwischenergebnisse braucht, damit das Gesamtergebnis noch auf die und die Genauigkeit korrekt ist. Dann brauche ich irgendwie einen Datentyp für reelle Zahlen. Ich könnte mir den mit Kreativität überlegen, aber ich kann auch einfach Folgendes machen. Ich schreibe in der internen Sprache die ganz normale Definition der reellen Zahlen aus einer 1 oder so hin, Cauchy-Folgen, und dann lasse ich mich überraschen, wie die maßvolle Menge dazu aussieht. Also das ist ein sehr, sehr nützliches Ordnungsprinzip in der Informatik. Ich muss nicht mehr ad hoc mir Sachen überlegen, sondern es folgt alles kategoriell. Es folgt durch Ausrechnen. Und alle Objekte haben universelle Eigenschaften, sodass sie eindeutig bestimmt sind im Wesentlichen. Also noch eine Definition. Die Kategorie ASM der Assemblies überlegt, ob ihr da IE oder Y schreiben wollt. Y? Also in Anhang. Ja. Ja, richtig.
Ich wäre noch glücklicher, wenn wir einfach eine deutsche Übersetzung von Assembly finden. Ist folgende. So, die hat als Objekte natürlich alle Assemblies. Und Morphismen sind folgende. Also die Hommenge zwischen dieser Assembly und dieser. Das sind alle Funktionen f, mengentheoretischen Funktionen, von der Trägermenge der ersten Assembly in die Trägermenge der zweiten. Und jetzt aber nicht alle. Wir wollen irgendwie in einem berechenbaren Setting bleiben. All solche, sodass eine natürliche Zahl r existiert mit folgender Eigenschaft. Für alle x aus x und für alle n aus n. Sollte es der Fall sein, dass n x realisiert, wie bitte? So. Sollte es der Fall sein, dass n x realisiert, dann soll tunlichst mr von n f von n realisieren. Das, man sagt auch, mr, die r-te Turing-Maschine, ist ist die Turing-Maschine, die die Abbildung f trackt, die sie nachverfolgt, die sie als berechenbar enttarnt. Die r-te Turing-Maschine übersetzt Darstellungen von irgendwelchen abstrakten Elementen klein x in Darstellungen von abstrakten von den entsprechenden Bildelementen. Groß x und groß y sind eventuell abstrakte Mengen, also Mengen, deren Elemente nicht natürliche Zahlen sind. Aber hier wird eben gesagt, dass nur diese Abbildung f drin sind, die fundiert werden können durch eine Abbildung auf natürlichen Zahlen, nämlich durch die r-te Turing-Maschine, welche Darstellungen von x in Darstellungen von f von x umwandelt. Typecasts, zum Beispiel. F könnte ein Typecast sein, genau. Also x könnte n sein, y könnte z sein, man müsste sich irgendwie überlegen, nur doch nicht, weil, ne, folgt von selbst, weil man einfach mal hinschreibt, wie in L1 die ganzen Zahlen definiert wurden. So, und dann hätte man die Abbildung von n nach z, welche einfach x auf x schickt. Und ja, die wäre realisierbar durch die Typecast-Operation, die also eine Darstellung von einer natürlichen Zahl nimmt. Wir hatten vereinbart, dass es einfach die natürliche Zahl selbst ist. Und die entsprechende Darstellung, die Darstellung der entsprechenden ganzen Zahl zurückliefert. Gut. Und dann können wir folgende Definition noch treffen. Das ist also eine Erweiterung von den Klauseln, die hier schon stehen. Und das wird das circa das Letzte sein, was ich anschreiben möchte. Was ist jetzt ein Realisierer für folgende Formel? So, das soll per Definition werden. Also ihr seht, die Sprache wurde jetzt auch erweitert. Früher durfte ich nach dem Doppelpunkt immer nur groß N schreiben und das habe ich dann auch oft sein gelassen. Jetzt darf ich nach dem Doppelpunkt auch irgendeine Assembly hinschreiben. Das soll heißen, für alle x0 aus der Trägermenge der Assembly und für alle natürlichen Zahlen soll Folgendes gelten. Wenn zufälligerweise n ein Realisierer ist für x0, so, dann soll, wenn man in die r-te Turing-Maschine eben dieses n steckt, dann soll das ein Realisierer sein für das entsprechende Phi.
für phi, wobei man für die Variable x x0 eingesetzt hat. Im Spezialfall, dass man als Assembly die hier nimmt, kommt genau wieder unsere ursprüngliche Definition raus. Und hier schreiben wir halt mr von n. Wir könnten auch nichts anderes schreiben. Wir könnten nicht mr von x schreiben. Denn es ergibt keinen Sinn, in der Turing-Maschine, also in der Turing-Maschine aufzurufen, mit irgendeinem abstrakten Element klein x von oder x0 von irgendeiner abstrakten Menge x. Da weiß ich nicht, was das bedeuten soll, denn wenn wir eine Turing-Maschine anschmeißen, müssen wir ihr was auf das Band geschrieben haben, da können wir ihr eine Nullen und Einsen auf dem Band hinterlassen. Wir können ihr nicht irgendeine Sobolev-Funktion hinterlassen oder so. Was wir aber ihr hinterlassen können, ist eben ein Code für irgendein abstraktes Element. Und aus diesem Code soll sie dann einen Realisierer für irgendwas anderes produzieren. So, und dann brauchen wir noch eine veränderte Klausel für die Existenzquantifikation. Die geht ganz ähnlich. Das da. Und all die anderen Klauseln bleiben gleich. Ja? Das sagt, es existiert eben ein Element x0 und es existiert auch eine natürliche Zahl, sodass diese natürliche Zahl das kleine x0 realisiert und ich will das schon vorgeben. K von R soll das sein. Ja? Und L von R, das soll ein Realisierer sein für das da. Ja. Also was du jetzt machen willst, hast dieses Phi in der Signatur der Heiting-Arithmetik und du willst das interpretieren in dieser Kategorie, oder? Genau, aber nicht nur unbedingt Heiting-Arithmetik, sondern in Phi dürfen ja auch wiederum solche Quantoren jetzt vorkommen. Okay. Ja? Was wir hier gemacht haben, ist im Wesentlichen die interne Sprache von der Kategorie die Assemblies zu definieren. Und mit Hilfe dieser Definitionen können wir jetzt also auch über Abbildungen reden, intern, denn es gibt eine Assembly für Abbildungen. Das ist das Letzte, was ich noch hinschreiben möchte. Nur eine Definition, ja? Ja, dann bitte stell sie. Ja, das ist sehr, sehr gut aufgepasst. Also was ist damit gemeint? Früher war das immer so, ich hatte eine Zahl, darunter ein Unterstrich, hat bedeutet S1. Gut, das kann das jetzt nicht mehr bedeuten, weil x0 ist ja ein abstraktes Element. Was ich hier mache, ist, ich führe in die Sprache auch noch Konstanten ein für alle Elemente aus allen Trägermengen von allen Assemblies. Und dann ergibt das Sinn. Die Alternative wäre, dass ich wieder so ein Environment E mitschleppe, wo ich dann eine Belegung für die Variable x ergänze. Also x0 ist ja ein konkretes Element aus x. Aus x, ja, aber nicht aus n, genau, ja. Okay. Ach so, und x0 Unterstrich soll jetzt ein Element aus dem internen n sein, oder? Nein, das ist ein Konstantensymbol von folgender Sorte, nicht n, sondern diese Sorte. Wir haben die Sprache ja erweitert um ganz viele neue Sorten, je eine Sorte für jede Assembly. Gut, und gleichzeitig habe ich auch noch Konstantensymbole gegönnt, nämlich für all die Elemente von allen Assemblies. Und die schreibe ich in Analogie zu früher auch mit dem Unterstrich. Okay, dann habe ich die zweite Frage doch nicht mehr. Sehr gut. Also habe ich gerade was Falsches gesagt. Du interpretierst das nicht in der Kategorie, sondern du machst aus der Kategorie die zugehörige Sprache. Genau. Und okay, und in dieser Sprache ist das dann zu lesen. Genau, richtig. Ich gebe euch noch ganz schnell eine Definition an. Aber es ist keine Definition, es ist eigentlich das Ergebnis von was Nachzurechnendem. Sein x und y Assemblies, ich lasse jetzt den Index weg, der soll sich halt aus dem Kontext ergeben. Dann ist y hoch x
Folgende Assembly. Also die Trägermenge von dieser Assembly. Das ist die Menge all der Fs von x nach y, welche realisiert werden. Ich kann auch direkt schreiben, um das abzukürzen, das ist das Hom von der einen Assembly in die andere Assembly in der Kategorie der Assemblies. Da sind also nicht alle Abbildungen von x und y drin, sondern nur die, die auch getrackt werden können. Und jetzt muss ich noch sagen, was diese neue Relation hier sein soll. Vielleicht gebe ich zumindest der einen Index. Und zwar sage ich, so eine natürliche Zahl r soll so eine Abbildung f realisieren. Genau dann, wenn. Und jetzt nochmal abgeschrieben, was Reststand. Wenn für alle x0 aus x und für alle natürlichen Zahlen Folgendes gilt, sollte n x0 tracken, dann trackt mr von n f von x0. Das heißt, die Realisierer von solchen Morphismen zwischen Assemblies sollen halt Indizes von Turing-Maschinen sein, welche die Funktionen berechnen. Per Definition hat jedes f auch mindestens einen so einen r, denn sonst wäre es nicht in der Hom-Menge drin. Und das ist ja auch schon alles, was für eine Assembly erfüllt sein muss. Ja? Und es stellt sich eben raus, das machen wir nächstes Mal, dass das keine willkürliche Definition von mir war, sondern dass man allgemein definieren kann in Kategorien, was interne Hom-Objekte sind. Und dann kommt raus, das interne Hom-Objekt von hier nach dort ist genau das, was hier definiert wurde. Insofern ist das hochgradig kanonisch, was da jetzt gemacht wurde. Und mit Hilfe der Definition könnt ihr dann auch die Übungsaufgabe bearbeiten. Ihr könnt zum Beispiel zeigen, nochmal das Auswahlaxiom, aber diesmal in einer gewöhnlicheren Fassung. Ihr könnt dann wirklich zeigen, für jede Söjektion existiert ein Schnitt. Das könnt ihr nämlich jetzt formulieren in der Realisierbarkeitswelt. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you.